Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Blaupause TV. Wir wollen uns heute um das ganze Thema Immobilien mal ein bisschen beschäftigen. Es geht rund um den Immobilienmarkt. Da sieht es nicht glorreich aus, muss man sagen. Wir bieten am Ende auch ein paar Lösungen an, beziehungsweise vielleicht ein paar Handlungsimpulse oder Hinweise, was könnte man eventuell tun. Wir wollen natürlich auch das ganze Thema angehen, für diejenigen natürlich nur interessant, die vielleicht aktuell gedenken, ihr Haus zu verkaufen oder eine Immobilie zu verkaufen, die sie aktuell vermieten. Es ist sicherlich auch interessant für die Leute, die aktuell überlegen, eine Immobilie zu kaufen, denn wir wollen uns auch die Finanzierungen mal ein Stück weit angucken. Ja, und dazu habe ich einen wunderbaren Gast, einen Immobilienmakler, selbstverständlich eingeladen, absoluter Profi auf seinem Gebiet, seit vielen, vielen Jahren dort unterwegs. Und ich begrüße recht herzlich den Marco Riemke bei mir im Studio. Servus. Servus, Patrick. Hallo. Ja, danke, dass ich bei dir in der Sendung sein darf. Wir haben ja ein paar Vorgespräche schon geführt und festgestellt, dass wir da sehr viele Schnittstellen haben. Und dann haben wir uns jetzt einfach mal verabredet, dass wir über das Thema sprechen. Und ich denke, dass das ein unheimlich wichtiges Thema ist. Die letzten Jahre war es ja ein absoluter Hype, den wir erlebt haben. Von 2011, kannst du sagen, angefangen, bis eben jetzt die abrupte Zinsbremse und andere Faktoren reingekommen sind letztes Jahr im Frühjahr. Also sprich, wir haben jetzt tatsächlich einen Immobilienmarkt, der sich die letzten 12 Monate in die gegenteilige Richtung bewegt. Ich bekomme aktuell auch sehr viele Anfragen. Ich mache ja eigentlich nur das länderübergreifende Vermögensschutz. Und da sind genau, aber das ist ja auch die Klientel letzten Endes, die sagt, was mache ich jetzt damit? Ja, die Immobilienpreise gehen runter. Es ist nicht zu erkennen, dass das in den nächsten Jahren einen Aufwärtstrend gibt. Ganz im Gegenteil. Und sie suchen natürlich händeringend jetzt Lösungen. Und ich kann da hier vielleicht vorab schon mal sagen, für denjenigen, der das irgendwie als Impuls spürt, tut es auch. Denn die Immobilienpreise werden nicht mehr die gleichen sein, wie sie das letztes Jahr noch waren. Und jetzt bekommt man noch einigermaßen gute Preise. Aber mehr dazu vielleicht ein bisschen eher Ende der Sendung. Analysiere doch mal aus deiner Sicht. Ich meine, du bist auf dem Gebiet täglich unterwegs. Ja. Was sind denn da so für Ängste? Was sind für Fragen, sowohl von Leuten, die welche kaufen wollen, als von Leuten, die sie verkaufen wollen? Du sprachst es schon ein bisschen von Unsicherheiten. Wir wollen auf das ganze Heizungsthema auch nochmal eingehen. Unsere Regierung aktuell versucht ja alles aus meiner Sicht, um Eigentum oder Wohneigentum überhaupt obsolet zu machen. Da gab es auch kürzlich einen Bericht, der Traum von Eigenheim ist nicht mehr Deutschland, so in dieser Richtung. Da muss ich mich schon fragen, in welche Richtung läuft es denn da? Ja, also da haben wir ein Feld, was wir aufgemacht haben. Da können wir uns, glaube ich, 3 Sendungen lang drüber unterhalten, weil zu viele Facetten sind. Ich versuche das mal ein wenig zu clustern. Also das Erste ist, wir haben natürlich das Thema, jeder muss wohnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Selbst wenn du heute unter der Brücke schlafen solltest, würde einer vorbeikommen und sagen, Grundsteuer für das. Das ist jetzt nur so ein kleiner... Ja, obwohl, wer weiß, vielleicht noch nicht einmal mehr so weit weg. Nein, um das jetzt mal ernsthaft zu sagen, jeder hat Bedarf an einer Wohnung, an einem Haus. Meistens sind in der Familie irgendwelche Immobilien vorhanden. Wir sind ja jetzt auch in einer Zeit der größten Umverteilung aufgrund des demografischen Wandels. Also viele ältere Menschen gehen ins Heim bzw. sterben. Das haben wir schon die letzten Jahre und das Immobilienvermögen ist mehrere Billionen bzw. wird es bewertet in der Bundesrepublik und das erwägt natürlich Begehrlichkeiten. So, dann haben wir mal dieses eine Thema der Bewertung. Das ist dann das rein Finanzmathematische. Das löst dann gewisse Dinge aus. Dann sind wir bei den Preisen. Da möchte ich aber später drauf zukommen und dann haben wir noch ein anderes Thema. Eine Wohnung, ein Haus ist ja auch eine Heimat. Und das ist ein spirituelles Thema, nämlich dort bist du verwurzelt, da bist du aufgewachsen oder es ist der richtige Platz und es ist deine Heimat. Das ist ganz wichtig zu verstehen, es sind 2 verschiedene Dinge. Der eine sagt, okay, das ist eine Rechnung, um einen Kredit abzusichern. Der andere sagt, da bin ich zu Hause. Das sind 2 Themen und wir wollen jetzt erstmal über das Thema der Heimat sprechen. Warum brauchen Leute beispielsweise ein Haus, eine Wohnung? Weil sie ihre Familie haben, weil sie Kinder bekommen haben, da reicht die 2-Zimmer-Wohnung nicht mehr. Das ist wie beim Auto, der Porsche ist schön, aber du bringst keine 2 Kinder rein. Also brauchst du irgendwann dann einen dementsprechenden Kombi. Dasselbe ist beim Haus. Das heißt, du hast hier einen stetigen Wechsel. Oder du hast Trennungen, du hast Scheidungen, du hast Sterbefälle. Und damit hast du immer einen Wechsel in diesen Themen.
Das ist das eine. Das andere ist, in den letzten 5, 6, 7 Jahren gab es einen unheimlichen Boom, dass jeder aufgrund des vielen Geldes, was in den Markt gepumpt worden ist, auf die Idee gekommen ist, er kauft sich eine Wohnung, um diese zu vermieten. Das heißt, die Immobilie als Kapitalanlage. Und das ist ein ganz anderes Feld, weil da ist immer entscheidend, für welches Geld, welchen Zinssatz nehme ich Geld auf? Und je billiger das war, desto mehr konntest du es ausgeben. Das ist auch passiert. Und deswegen sind auch die Preise sehr stark nach oben gegangen und jeder hat gekauft, was auf dem Markt da war. Diese Situation hat sich umgedreht vor einem Jahr. Die Zinsen sind plötzlich raketenartig im Vergleich in die Luft gegangen, von zum Teil 1% oder unter 1% auf jetzt über 3,5% im Schnitt bei der Baufinanzierung. Und das ist eine Menge, wenn du plötzlich einen Zinssatz hast, der sich verdreifacht. So, das ist mal der Punkt, die zwei Fälle, die wir haben. Und natürlich haben sich auch viele Leute überkauft. Das zumindest merkt man. Das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm. Das wird kommen, wenn die Nachfinanzierungen kommen, in spätestens 3, 4 Jahren. Und dann hast du ein Problem, dass du eine Immobilie gekauft hast, die vielleicht 16, 17, 18, 19, sagen wir mal, mit 500.000 Euro bewertet worden ist. Und dann wird sie vielleicht in 2, 3 Jahren nicht mehr mit 500.000, sondern nur noch mit 400.000 oder weniger bewertet. Und dann hast du plötzlich ein Problem mit deinem Kredit, weil dir nämlich eine Sicherung für diese fehlenden 100.000 Euro fehlt. Und die hast du meistens noch nicht abgearbeitet bzw. getilgt. Und dann kommt das Thema, wo die Bank irgendwann sagt, müssen sie ein bisschen was bringen oder mehr mitbringen oder noch mehr Sicherheiten oder sie gehen in die Zwangsversteigerung. Das ist ein Thema, was uns irgendwann begegnet. Bei den Leuten, die selber wohnen, wie gesagt, ändern sich die Bedürfnisse. Bloß da wird es für viele immer schwieriger, dass sie jetzt was kaufen können, weil sie nämlich keine Finanzierung mehr bekommen und die Preise noch ganz oben sind. Ich denke, jetzt haben wir mal so einen groben Rahmen, was im Moment draußen am Markt los ist. Ja, es ist, da ist mir auch gleich der Sendetitel eingefallen. Es ist ein riesen Unsicherheitsfaktor jetzt aktuell. Früher galt ja, ne, und das ist ja auch zu Konjunkturzeiten, sagt man ja auch, ja, die Immobilie ist gut für die Rente, als Alterssitz, als Altersvorsorge. Ja, eine gewisse Wertsteigerung ist immer da. Aber jetzt kommen natürlich enorme Unsicherheitsfaktoren in den Markt. Nicht nur, dass die hohe Inflation hier ihren Beitrag leistet, dass Dollar und Euro letzten Endes, man kann es nicht anders sagen, vielleicht möglicherweise vor einem Crash stehen. Dazu natürlich eine katastrophale Zinspolitik seitens der EZB, aber auch der amerikanischen Notenbanken und so weiter. Wir hatten das Thema ja erst in 2007, 2008, als der Immobilienmarkt völlig kollabiert ist. Eine ähnliche Situation haben wir ja jetzt auch, nur nicht nur in Europa, nicht nur in Amerika, sondern zusätzlich auch noch in Europa. Steigende Kosten, gleiche Reallöhne letzten Endes, beziehungsweise sogar fast sinkende Reallöhne. Also man müsste eigentlich fairerweise den Leuten abraten, grundsätzlich überhaupt in eine Finanzierung einzusteigen. Ne? Also wenn du überhaupt eine bekommst, das ist das eine. Also bis vor 2 Jahren war es tatsächlich so, jeder, der einen halbwegs brauchbaren Lohn- und Gehaltszettel gehabt hat, dem haben sie eine 100% Finanzierung nachgeworfen. Kurz zur Erklärung, 100% heißt, der Kaufpreis der Immobilie plus Renovierung eventuell, je nachdem, wie man es gemacht hat, wurde von der Bank zu 100% finanziert. Du hast bloß die Kaufnebenkosten als Eigenkapital darstellen müssen. Ob das jetzt in Barvermögen oder in Bausparverträgen oder was auch immer gewesen ist, war eine Sache. Also jeder ist da durchgewinkt worden. Da hast du, wie gesagt, alles ist finanziert worden. Nahezu alles. Was da komplett rausfällt, das möchte ich gleich noch mit dazu sagen, das sind die Gewerbeimmobilien. Und das ist ein Thema, nur so am Rande, das macht im Moment in Amerika, fängt an, richtig Probleme zu machen. Und da werden auch die ein oder anderen Schockwellen noch kommen. Wollen wir jetzt nicht so sehr eingehen, weil das eher für den, ich denke, für unsere Zuschauer eher nachrangig sein wird. Gewerbe ist alles, also Immobilien, Läden, Fabrikhallen oder irgendwelche Produktionsmittel, beziehungsweise natürlich auch, wenn es beispielsweise Arztpraxen oder sonst was sind, aber das sind dann Detailfragen. Habe ich immer wieder so Dinge am Tisch, dass eine Wohnung umgewandelt worden ist, die ist weniger wert, wenn sie als Gewerbe eingetragen ist, als wie wenn sie als Wohnung geführt wird. Nur mal so ein Hinweis, kann man gerne später nochmal eingehen. Aber jetzt sind wir wieder bei den Wohnimmobilien. Finanzierungen sind äußerst schwierig zu bekommen. Im Moment hast du Auflagen, dass du mindestens 10-20% Eigenkapital der Kaufpreissumme mitbringen musst.
zusätzlich zu den Kaufnebenkosten. Also jetzt gehen wir wieder von den 500.000 aus. Vor 2 Jahren hast du für 500.000 Euro vielleicht 1%, 1,5% im Jahr bezahlt. Kann man kurz hochrechnen, wären 7.500 Euro an Zinsen gewesen. Da kann ich eine Menge tilgen. Da kann ich auch dementsprechend einkaufen gehen, wenn ich sage, ich habe nur 7.500 Euro. Das sind dann irgendwelche 650 im Monat an Zinsen zu zahlen. Das ist zum Teil weniger gewesen, als was die meisten Mieten für eine vergleichbare Wohnung waren. Und dann kam jetzt eben der Hammer, dass das Ganze sich plötzlich verdreifacht hat. Und wenn wir das dann anschauen, du gehst von vielleicht 750 Zinsen im Jahr oder 7.500 Zinsen auf 15.000 oder 22.500 Euro hoch, dann ist das eine ganze Summe. Also das heißt, du musst wesentlich mehr oder besseres Einkommen haben, um dieselbe Immobilie leisten zu können. Aber du musst auch noch 100.000 mindestens mitbringen. Und da scheitert es bei vielen. Und deswegen ist auch der Markt, wo wir einen Verkäufermarkt hatten die letzten 8 Jahre, ist jetzt schlagartig in einen Käufermarkt umgeschlagen. Das heißt, die Käufer, die jetzt Geld haben und sagen, ey, ich habe eine Finanzierung oder ich habe vielleicht noch was rumliegen, die bestimmen im Moment jetzt den Preis. Bloß die Realität ist bei vielen noch nicht angekommen, die jetzt verkaufen wollen oder müssen. Ich unterstelle jetzt hier einfach mal auch eine gewisse Absicht dahinter, um letzten Endes auch das Vermögen der Bürger abzuziehen und die allermeisten Menschen auch tatsächlich in die Armut zu treiben. Denn wenn man sich dieses Spiel mal anguckt, dann das ist so, also eigentlich einleuchtend, wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, dass die Rechnung never ever aufgehen kann, außer eventuell für die Bank. Ja, aber auch nur dann, wenn sie natürlich stabil bleibt. Wenn jetzt da noch eine Bankenkrise dazu kommt, ist das Thema sowieso vom Tisch. Aber ne, die Bank gewinnt immer. Das kennen wir alle von Monopoly letzten Endes, diesen Satz. Und er bestätigt sich in der Realwirtschaft, gerade in solchen Zeiten, wie wir jetzt haben. Deutschland hat ja vor ein paar Tagen noch die Rezession ausgerufen. Also immerhin haben sie es mal halbwegs offiziell gemacht. Was wir eigentlich schon seit 2 Jahren sagen, dass wir locker schon drin sind, das wird jetzt zumindest mal bekannt. Und dabei haben wir noch gar nicht angesprochen, das ganze Thema Lastenausgleichsgesetz ab 1.1.2024. Ja, wie gesagt, steigende Zinsen letzten Endes, variable Zinsanpassungen und. Also man kann, und das können wir jetzt vielleicht schon mal konstatieren nach der ersten Viertelstunde, es ist absolut nicht ratsam, jetzt in eine Finanzierung einzusteigen. Selbst wenn ich sie bekomme, sollte man ganz genau prüfen, was da auf einen zukommt. Denn wie du schon sagtest, dieser Gap, der da entsteht, das Haus wird mit 500.000 bewertet. Nächstes Jahr ist es aber nur noch 400.000. Und ich sage, das reicht nicht. Alleine bei mir, ich habe hier bei mir im Haus in der Wohnung, die war 650.000 Euro wert letztes Jahr. Dieses Jahr, glaube ich, haben sie für knapp 400 und ein paar zerquetschte verkauft. Also das ist ein Drittel. Das ist ein Drittel weniger. Ja, und dann kann man sich das mal ausrechnen, wo die Reise hingeht. Und dieses Geld muss ja dann irgendwo wieder bereitgestellt werden. Und das bedeutet nichts anderes als der Konkurs desjenigen, der es unterschrieben hat. Wenn er jetzt diese Summen nicht aufbringen kann. Es kommt immer darauf an, wann natürlich jemand gekauft hat und wann jemand beispielsweise beziehungsweise die Finanzierung für diese Immobilie aufgenommen hat. Also gehen wir mal von dem Fall aus, im besten Fall, du hast die Wohnung geerbt. Ja, die haben deine Eltern mal vor 20 Jahren gekauft, die haben sie dir überschrieben oder es war von den Großeltern, die sind ihren irdischen Weg, haben sie dann verlassen und das Ganze wurde auf dich überschrieben. Noch zu den alten Steuergesetzen, das heißt, da hast du auch noch nichts abdrücken müssen, sondern hast das Ding einfach bekommen und hast dich gefreut, weil du gesagt hast, Mensch, in Anführungszeichen, geerbtes, geschenktes Geld und hast dementsprechend vielleicht vor 2 Jahren richtig Geld dafür bekommen. Das war dann am Höchstpunkt. Ja. Da waren auch die Käufer noch Schlange gestanden. Jetzt, wie du schon richtig sagst, sind wir nicht mehr bei 650.000, die es gibt. Und da haben sich viele reich gerechnet, sondern bei wesentlich weniger. Und hast du eine Finanzierung drauf und du hast es vielleicht vor 10 Jahren gekauft, dann geht es auch noch, weil der Preis immer noch höher ist, als für was du es vor 10 Jahren gekauft hast. Für diejenigen, die aber vor 2, 3 Jahren gekauft haben, auch mit einer sehr niedrigen Finanzierung, aber da kommen ja die Kaufnebenkosten mit dazu und die sind noch nicht abgewohnt. Die haben ein Problem, weil die, wenn sie jetzt liquidieren müssen, aus welchen Gründen auch immer, und da gibt es immer was, wie gesagt, 2-Zimmer-Wohnung wird zu klein, du wechselst in ein Haus oder musst den Arbeitsplatz vielleicht wechseln, gehst in eine andere Stadt und die Immobilie möchtest du einfach nicht mehr in der Backe haben oder es geht einfach nicht, dann muss sie weg. Und plötzlich stehst du vor dem Problem, dass du eventuell einen Verlust realisieren musst.
Wir reden jetzt im Moment aber nur von bewertungstechnischen Dingen. Mhm. Und da hat sich auch einiges getan. Im Jahre 21 hat man die sogenannte ImmoWert-V, das ist die Immobilienwertverordnung zur Ermittlung des Wertes von Einfamilienhäusern, von Mehrfamilienhäusern und von Wohnungen, hat man geändert. Und zwar gab es bis zu dem Zeitpunkt verschiedene Laufzeiten für Häuser, Wohnungen und Immobilien. Das heißt, je nachdem, wie sie gebaut waren, welcher Zustand, ob sie 30, 40, 50 Jahre alt waren, hatten sie eine andere Laufzeit von 60 bis in der höchsten Ausbaustufe von 80 Jahren. Das hat man 21 geändert auf 80 Jahre für alle. Das heißt, man hat schon mal die Bilanz gestreckt. Und da habe ich für mich spätestens gesehen, und dann kommen wir auch gleich zu dem Lastenausgleich, warum hat man denn solche Dinge plötzlich gemacht? Um Immobilien, und da kam auch dieser ganze Zensus die letzten 24 Monate her, wo du ja gezwungen worden bist, Fragen zu beantworten. Wenn du dir das angeguckt hast und weißt, worum es da ging, die haben die Arbeit ausgelagert, nämlich dass die Leute die Dinge angegeben haben. Und ich hoffe, die Leute, die es abgegeben haben, dass die nicht ganz die Wahrheit gesagt haben. Weil je mehr du dort angegeben hast, desto höher hast du deine Immobilie jetzt bewertet, also die unter deiner Person läuft. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass das Finanzamt heute hergeht und sagt, naja, Sie haben doch angegeben, Sie haben jetzt alles renoviert, gemacht, getan. Sie haben Ihre Wohnung, die 1960 gebaut war, teuerst renoviert, wir bedanken uns ganz herzlich, wir können den Wert höher ansetzen. Allerdings ist das kein aktueller Marktpreis mehr, sondern der Preis vom 22.01., vom 01.01.2022. Das ist nämlich der Stichtag und ich denke, dass dieser Stichtag für viele Berechnungen dann kommen wird. Ob es einen Lastenausgleich wie in den Jahren 53 geben wird, wo dir eine Zwangshypothek draufgeknallt worden ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, dass die durch die Hintertür kommen, durch diese ganzen Heizungsthematiken, CO2-Thematik und andere Dinge. Und da sehen wir die Dinge am Horizont aufscheinen. Also egal, wie es sein wird, man wird versuchen, neue Kredite für das System zu schaffen. Und das wird über diesen Weg passieren. Mhm. Am Ende spielt es gar keine Rolle, wie man das nennt, ja, weil das Ergebnis ist ja für den Häuslebesitzer das Gleiche, ja. Letzten Endes für viele wird das der Ruin bedeuten. Das kann man gar nicht anders sagen, weil die Mehrfinanzierung eben gar nicht getragen werden kann, weil ja wie gesagt Reallöhne gar nicht steigen und sonst irgendwas und letzten Endes auch durch die Inflation alleine ja schon ein Haufen Vermögen sozusagen radiert wird, ja. Und wir gehen nicht davon aus, also alle vernünftigen Analysten sagen eben nicht, dass das Thema vorbei ist, sondern ganz im Gegenteil. Die Inflation wird vermutlich in den nächsten Jahren schleichend noch steigen. Aber wir haben eben die reale Inflation. Das ist die, die man vielleicht sogar nachlesen kann und dir die Glotze erzählt. Aber wir haben auch die schleichende bzw. die versteckte Inflation, die deutlich höher ist. Ja, ich glaube, real wird irgendwas von 8-9% gesagt. Realistisch sind wahrscheinlich eher zwischen 15-20%. Und das erlebst du auch ja, wenn du deinen Einkaufswagen dir anschaust, letzten Endes, da erkennt man das. Also es ist ein hoch risikobehaftetes Geschäft und natürlich auch letzten Endes dient eben nicht mehr der Altersvorsorge, sondern ganz im Gegenteil, man muss aktuell in der heutigen Zeit sagen, ist ein Garant für Altersarmut, wenn man nicht anständig reagiert, beziehungsweise wenn man nicht Möglichkeiten hat, gewisse Dinge in die Umsetzung zu bringen. Übrigens möchte ich an der Stelle sagen, weil es kursiert denn ja nach wie vor, ich hatte vor, ich glaube mittlerweile 2,5 Jahren eine Sendung gemacht. Wir hatten ja bis vor 3 Jahren auch das Thema Lösung zum Thema Zwangshypotheken angeboten. Und die gab es auch noch. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Der Gesetzgeber hat das zugemacht. Und es gibt da draußen immer noch Menschen, die diese Themen anbieten, ja, die vor Zwangshypotheken zu schützen. Es ist nicht mehr möglich über diesen Weg. Damals war das über die GbR-Eintragung und so weiter. Generell nur der Hinweis, klar, es macht schon Sinn, ne, die Grundschuldeintragung sich mal genauer anzugucken, Kadasteramt vielleicht hier nochmal der Hinweis. Wen das mehr interessiert, unter diesem Video gibt es einen Link zu einer Webseite, wo wir so ein paar Infos mal hingepackt haben, was man noch tun kann. Aber danach hört es dann auch schon auf. Und die allermeisten, wie gesagt, werden jetzt schauen. Das erlebe ich auch in meinen täglichen Beratungen. Die meisten fragen mich, wie kann ich die Immobilie abstoßen? Also wenn man jetzt nicht gerade selber drin wohnt, ja, oder es jetzt nicht da präsiert, meistens sind es ja dann Immobilien, die vermietet sind, da kann man nur den Hinweis geben, jetzt auf den Markt geben.
es gibt noch genügend Menschen, deren die Situation, die hier passiert und die hier kommt in den nächsten 12 Monaten, nicht bewusst ist. Und die bereit sind, einen, naja, man muss eigentlich sagen, einen überhöhten Preis letzten Endes auch noch zu zahlen. Und das kann dann nur zum Vorteil sein letzten Endes, ne? Der überhöhte Preis ist wieder eine Geschichte, erlebe ich jetzt einfach immer wieder. Den Preis macht im Moment der Käufer. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, mir gefällt es, und wir reden jetzt hier vom Eigennutzer, nicht vom Kapitalanleger, weil der Kapitalanleger rechnet anders, der braucht im Moment mindestens 4 bis 4,5% Mietrendite, ob das bei einer Wohnung oder einem Haus ist, was er haben will. Und danach richtet sich bei einer vermieteten Eigentumswohnung beispielsweise, wo ich jetzt einen Mieter nicht einfach auf die Straße setzen kann, richtet sich der Kaufpreis. Das muss man einfach wissen. Das kann man relativ leicht ausrechnen. Die andere Sache ist die tatsächlich, wenn du was Schönes hast und du sagst, okay, du gehst jetzt aus welchen Gründen auch immer, oder es ist eben das Haus der Großeltern, die jetzt verstorben sind, was jetzt da ist, oder irgendwas anderes, dann mag das durchaus sein, dass es da noch sehr gute Preise gibt, wenn es vielleicht in exponierter Lage liegt. Ja, in München, in der Innenstadt, wirst du immer noch eine Wohnung wegbekommen, ja, wohl dem, für den sie hat. Aber du wirst sie auch nicht mehr zu den Preisen wegbekommen. Und das erlebe ich auch. Ich habe im Moment ein Objekt in München, wie du es beispielsweise vor 1,5 Jahren wegbekommen hast. Nur mal ein Beispiel. Im Münchner Westen bin ich gerade dabei, eine Wohnung zu verkaufen. Letztes Jahr hatte ich im selben Haus einen Stock tiefer. Die hatte in den Garten selber Zustand über 500.000 für die Wohnung erlösen können für die Kundin. Im jetzigen Fall sind wir bei einer Wohnung einen Stock höher, im ersten Stock mit Balkon, also ohne Garten, gut, das macht ein bisschen was aus, sind wir nur noch bei 405.000. Und das ist schon eine Menge. Also sagen wir mal, ich würde sagen ungefähr 70.000, wenn ich den Gartenanteil in der Stadt eben mit 30.000, 35.000 Euro ansetze, habe ich jetzt 70.000 weniger. Das sind fast 20%, was ich an Preisnachlass geben muss, damit ich es verkaufen kann. Und da stehen die Leute nicht mehr Schlange. Letztes Jahr war das ganz anders. Da waren 10 Mann vor der Tür gestanden und gesagt, ich will kaufen. Jetzt ist es eine. Und deswegen, wer verkaufen will, sollte sich damit auseinandersetzen. Wenn ich verkaufen will oder muss, dann muss ich mir einen von dem Profi einen realistischen Marktpreis ausrechnen lassen. Und dann, wenn einer kommt und sagt, er kauft und es ist im akzeptablen Rahmen, mein Rat, schlagt zu. Wenn einer heute mit Geld kommt und das haben will, wunderbar. Wenn 5 vor der Türe stehen, dann kannst du pokern, dann kannst du nach oben gehen. Aber das Thema der Höchstpreise ist vorbei. Und dann ist natürlich immer die nächste Sache, und da sind wir aber in unser beider Metier, was machst du, wenn du tatsächlich verkauft hast und hast Geld erhalten? Lass mich ganz kurz vorher noch was sagen, weil das ist genau ein Thema, was ich mit einem Klienten zusammen erst vor wenigen Tagen sozusagen diskutiert habe. Da stand also zur Debatte, da ist eine Eigentumswohnung in einer größeren Stadt. Ich nenne natürlich jetzt keine Daten, aber wir haben ausgerechnet, was ist dein Mietzins, was sind deine Kosten drumherum, so, und plus Summe X, sage ich mal, für das, was eventuell jetzt noch an Renovierungskosten kommt oder eben, wenn jetzt natürlich das Heizungsgesetz und so weiter so durchlaufen würde. Was passiert da? Wir haben das aber mal rausgelassen erstmal, das ganze Heizungsthema, und haben uns nur angeschaut, okay, was ist jetzt aktuell der Mietzins, den du bekommst? Also sprich, was ist deine Rendite? Und dann haben wir überlegt, okay, was ist das Ding wert? Haben 100.000 Euro von dem aktuellen Schätzwert abgezogen, und jetzt kommen wir auch auf die Lösung. Und ich habe mir mal ausgerechnet, ja, wenn du das Ganze in Gold zum Beispiel anlegst, dann hast du jetzt schon deutlich mehr Zinsen, nur mit der Anlage, wenn du es verkaufst. Du hast aber keinen Stress mit Vermietern. Du hast den Stress nicht mehr mit dem Heizungsmist. Du hast keinen Stress mehr im Sinne der Renovierungsmaßnahmen und. Ja, und da geht, und da, das ist ja genau der Punkt, wo es dann plötzlich den meisten Leuten ein Licht aufgeht und sagt, okay, das ist ja eben überhaupt keine zeitgemäße Anlageform mehr. Wobei mir es nicht um Anlageberatung geht, sondern eigentlich um Vermögenssicherung, weil das ist das, was so zentral letzten Endes ist im Augenblick. Aber der Klient hat das sofort verstanden, ja, und ist auf der Suche jetzt natürlich nach einem Immobilienmakler, der sagt, okay, ich kriege das noch zu den halbwegs vernünftigen Konditionen hin. Denn wir müssen eins wissen, der Immobilienmakler, und das wirst du bestätigen können, hat immer so einen Auf- und Abwärtstrend zwischen 7 und 15 Jahren. So grob, ja, nehmen wir mal die Mitte 10 Jahre. 10 Jahre hoch, 10 Jahre runter, 10 Jahre hoch, 10 Jahre runter. Und letztes Jahr, aus meiner Sicht, und das auch der Analysten, mit denen ich zusammenarbeite, sagt, der Peak war letztes Jahr im Sommer. Und seitdem geht es eigentlich abwärts. Und sie sehen auch, dass also es ist überdurchschnittlich abwärts geht. Nicht so Schritt für Schritt, sondern tatsächlich plumpsen die, die,
die Preise äußerst schnell in den Keller. Also hier bedarf es dringlich einer Lösung. Ich möchte erwähnen, du bist natürlich im Großraum Bayern unterwegs. Aber wir haben gerade auch im Vorgespräch festgestellt, weil ich habe natürlich nicht nur Zuschauer in Bayern. Du stündest auch, sagen wir mal, für eine Erstberatung auch bei Zoom. Wer sich überhaupt noch mal informieren möchte, wer vielleicht klare Zahlen haben möchte, du stündest da auch generell außerhalb Bayerns zumindest mal für ein Gespräch zur Verfügung, richtig? Unbedingt. Und ich habe das letztes Jahr sehr häufig gemacht mit meinen Leuten von meinem Kanal. Und kam eigentlich immer gut an, weil ich auch dementsprechend rangehe und sage, okay, warum möchtest du kaufen, verkaufen? Was sind denn die Motive, was sind die Hintergründe? Was möchtest du danach machen damit? Also wo geht's hin? Möchtest du hier im Land bleiben? Möchtest du beispielsweise den Wohnmobil kaufen, in der Gegend rumfahren? War zwischen der C-Zeit, war das ein absolutes... absoluter Runner. Da sind viele hergegangen und gesagt, ich halte es hier nicht mehr aus. Wohnung, Haus weg, ging noch sehr gut. Haben sich dann Wohnmobil gekauft und haben sich auf die Reise gemacht. Da sind auch sehr viele glückliche Leute dabei und dann haben sie erst mal den Kopf frei bekommen, um wieder zu sich zu finden. Und ich habe jetzt auch das Video von dir mit dem Martin Zoller gesehen, wo es ja um diese Thematik auch der Selbstfindung oder beziehungsweise der Berufung geht. Das ist auch die Zeit dazu. Und vielleicht ist es durchaus auch für den einen oder anderen interessant zu sagen, okay, ich breche jetzt die alten Zelte ab, ich mache neue auf und komme erstmal zu mir selbst und verschaffe mir damit eventuell auch mit dem Kapital, was ich damit erzielen kann, eine gewisse Zeit, in der ich mal zu mir finden kann. Das ist durchaus ein Motiv, was sehr viele Leute, die auf mich zugekommen sind, auch dann umgesetzt haben. Was ich sonst, und das sieht man hier im Hintergrund, für denjenigen, der sagt, okay, ich habe jetzt in dem kalten Deutschland, auch in dem gefühlskalten Deutschland, vielleicht nicht mehr so viel Lust. Ja, Nordzypern ist da beispielsweise durchaus eine Alternative. Und auf der Insel geht der Markt, der Immobilienmarkt, durchaus noch nach oben. Und jetzt auch, nachdem der Erdogan ja die Wahl gewonnen hat, ist auch davon auszugehen, dass wir hier keine Änderung in Richtung... was weiß ich, NATO, EU oder sonst was haben, sondern dass das sehr stabil bleiben wird. Und die Insel ist halt deswegen auch interessant. Da wird sehr viel Geld investiert, sind Casinos gebaut worden und es treffen sich dort sehr viele Interessengruppen. Israelis, Türken, Engländer, auch die sind in solchen Geschichten nicht verkehrt, weil die halten dann auch ein wenig ihre Interessen. Und also das heißt, du hast viele Interessen, ist eine ruhige Ecke im Moment, auch wenn was anders erzählt wird. Keine Kriminalität, wunderschöne Insel. Aber die Preise bei den Immobilien steigen und es sind sehr viele unterwegs, die dort auch rübergehen, auch aus unserer alternativen Szene und die sagen, die haben dort was gefunden, wo man zumindest mal die nächsten Jahre, ja, ich hätte jetzt was gesagt, überwintern kann, aber zumindest mal den Kopf freikriegen kann und sich die Situation in Europa weiter anschauen kann. Und da ist für mich ganz wichtig, sich einen Mix zu überlegen. Wo wohne ich? Wo investiere ich? Wie investiere ich? Und wo habe ich erst einmal meine Seelenruhe? Und dann kann ich mir Deutschland auch wieder angucken. Es kann auch durchaus sein, dass sich hier in 5 Jahren vieles geändert hat, zum Positiven. Dann kannst du wieder einsteigen. Ich finde großartig, dass du dich, ich sag's jetzt einfach mal so, ne, als bayerischer Immobilienmakler auf dem Weg machst und eigentlich den Leuten auch mittlerweile schon rätst. Also wir haben Optionen, es sind Kontakte auch ins Ausland. Bei dir ist es jetzt speziell Zypern, wo du dich auch ein bisschen auskennst und dort auch aufhältst zum Teil, wo du sagst, hey, ja, kann ich hier zumindest für diejenigen, die den Drang verspüren, auszuwandern, eine Möglichkeit und eine Lösung anbieten, ja, weil es im eigenen Land eben nicht mehr geht. Es ist nicht mehr möglich. Und ich möchte hier, da kann ich den Hinweis und das durchaus auch Werbung auch anbieten und sagen, ja, also wir haben auch Leute bei mir im Netzwerk, ich arbeite mit Leuten zusammen, die natürlich auch das ganze Thema Firmengründung, was mache ich denn? Wie komme ich aus Deutschland raus? Wie kann ich Nachzugsbesteuerung letzten Endes vermeiden? Das kann ein langwieriger Prozess sein mit Holdinggründung und so weiter. Das klingt alles kompliziert, aber es gibt Profis, die wissen, wie das geht. Das heißt, man sollte sich vielleicht vorher mal Gedanken machen und langfristig diese Themen irgendwo mal auf dem Tisch haben für denjenigen, der jetzt sagt, ich möchte vielleicht ins Ausland, mir ist es zu unsicher hier. Da kannst du dich natürlich auch selbstverständlich weder bei mir oder beim Marc direkt melden. Da kann man immer mal schauen, welche Lösungen gibt es. Aber es bedarf eben Lösungen. Auch, und das hast du auch gesagt, wir laufen, wir können es nicht anders sagen, auf eine höhere Sterberate zu. Das heißt, immer mehr Leute werden gewisse Dinge
natürlich unfreiwillig vererben und viele Erben wird es geben. Bitte, liebe Freunde, macht euch jetzt schlau. Ihr wisst, ab, ich glaube, der erste innerhalb der Familie, 400.000 Euro ist der Freibetrag zum Erben. Alle Zweiten schon haben diesen Freibetrag in der Höhe nicht. Alles darüber hinaus wird mit 30% Erbschaftssteuer, schlägt das Finanzamt zu. Hier gibt es Möglichkeiten, frühzeitig zu handeln. Thema Familienstiftung mache ich auch in meinem Netzwerk. Also wen das interessiert, Anfrage schicken. Gibt es Profis, die genau wissen, wie das geht. Und man kann diese 30% Erbschaftssteuer definitiv umgehen. Man muss nur wissen, wie. Und ich möchte hier den Hinweis nochmal geben. Wir haben das eben, wie gesagt, bei einer Klientin gehabt. Lass uns den gleichen Beitrag nehmen. 500.000 Euro Gewinn aus einer Immobilie. Angelegt in Gold. Ein Jahr liegen lassen und einen Tag. Nur bei 7% Wertsteigerung sind es 35.000 Euro Zinsen. Und die sind steuerfrei. Nach einem Jahr und einem Tag. Bedeutet, wir gehen dieses Jahr alleine bei Gold deutlich über 7%, denn wir haben aktuell jetzt und wir haben heute den 1. Juni, wir haben schon 7%. Das heißt, wir haben noch ein halbes Jahr. Unsere Analysten gehen davon aus, dass sich Gold zwischen 10-14% entwickeln wird. Dann kann man sich mal ausrechnen, was denn für eine Rendite kommt letzten Endes, obwohl es nicht um die Rendite geht, aber die ist ja da. Kriegst du das letzten Endes, egal auf welchem Markt, für das Geld? Für die Immobilie kriegst du nicht, nirgendwo, ja? Weil kein Mieter letzten Endes diese Summen zahlt. Und das ist die Überlegung, eben jetzt das Vermögen retten, was noch da ist und raus damit aus der EU, raus aus der EU-Bankenhaftung, raus aus den ESM-Verträgen. Und deswegen machen wir Goldeinkäufe generell nur über Liechtenstein, Lagerung in der Schweiz zur ständigen Verfügbarkeit des Kunden. Wer das genauer will, weiß, ich habe genügend Videos dazu gemacht. Beratungen gibt es auch, kann man sich auf meiner Homepage mal angucken. Aber das ist ja auch das, was du, wo du sagst, ja, es fragen ja auch viele Leute, gibt es Lösungen? Die muss es geben, weil wir, wenn man alleine von den Summen, die es beim Hausverkauf, beim Wohnungsverkauf gibt, es sei denn, du bist jetzt irgendwo ganz in der Pampa, da gibt es jetzt nicht so viel, aber auch da sind es dann kleine Beträge und das sind Dinge, die müssen vernünftig angelegt werden, damit man letztendlich daraus zumindest die Inflation wegbekommt. Und dann eben weg von der Bank. Ja? Ich habe gestern wieder einen Beitrag gehört, jetzt gibt es, glaube ich, in England schon irgendeine Bank, die stellt ja Fragen, wenn du Bargeld abholen willst, was du damit machst. Und eventuell können sie dir es auch verweigern. Ja? Mhm. Und das sind einfach Dinge, Entwicklungen, die da auf uns zukommen, die sicherlich nicht zufällig sind, wo man einfach Entscheidungen treffen muss. Und klar, es muss gewohnt werden, aber die Frage ist, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Firmengründung, Stiftung, Vereine, sonst was, muss ich das denn haben? Also sprich, muss auf dem Grundbuchauszug, was weiß ich, Mark Riemke stehen, oder kann da auch irgendwas anderes drin stehen? Was weiß ich, Stiftung Schöner zur Sonne oder irgendwas anderes. Ich kann es nutzen. Da gab es einen ganz berühmten Vorredner von uns, leider ist er nicht mehr da, den Andreas Klaus, der hatte schon vor über 10 Jahren gesagt und er hatte Recht behalten, weil er gesagt hat, du musst in diesem System wissen, wie es funktioniert und du hast dich damit zu arrangieren und ob das über Firmen, Vereine oder sonst was geht. Es geht. Aber es bedarf einer gewissen, sagen wir so, Überwindung der eigenen Trägheit und das Nehmen der Angst vor solchen Sachen. Mhm. Als Privatmann oder Frau bist du hier in diesem System einfach, wirst du gemolken bis zum Umfallen. Ich hätte jetzt gerne was anderes gesagt, aber das passt jetzt hier nicht rein. Und das ist so. Und wie gesagt, rangehen, die Situation anschauen, was kann ich mit meiner Immobilie machen oder ist es tatsächlich sinnvoll, eine zu kaufen? Aber wenn ich sie kaufe, wie kaufe ich sie und wo gibt es vielleicht da Möglichkeiten? Das sind auch wieder die Themen. Ne? Es geht ja immer in beide Richtungen. Wie ich gesagt habe, wenn du hier eine Familie hast, wenn du hier wohnst, dann brauchst du was. Und vielleicht macht es durchaus auch Sinn, etwas zu kaufen. Aber dann wirst du sicherlich nicht derjenige sein, der den Höchstpreis noch zahlt, sondern wie man auch richtig verhandelt. Das sind auch so Themen. Ja? Und deswegen, ich sage immer, verkauft nicht an Leute aus eurer Nachbarschaft, weil die kennen die Probleme. Ja. Und wenn ihr kaufen könnt, dann schaut, dass ihr in der Nachbarschaft kauft, weil ihr kennt die Dinge und ihr könnt vielleicht dort auch wieder umgekehrt mit demjenigen, der dort eben wohnt, vielleicht was machen. Also sprich, man muss das immer von zwei Seiten sehen und im Zweifelsfall immer einen Makler mit einschalten. Das Geld ist er wert, der weiß, wie es geht.
Ja, das, die Privatverkäufe meistens immer so ein Thema, weil du nie das Optimum rausholen kannst. Das ist einfach eine Erfahrung und die bestätigen auch die ganzen anderen Dinge, vor allem bei den rechtlichen Dingen, die wir heute haben. Und dann kommen wir zu diesem Heizungswahn, wo wir noch nicht wissen, wo es hingeht. Aber ich würde hier im Moment nicht vorschnell handeln, so nach dem Motto, ach, ich kaufe jetzt noch schnell eine Gasheizung, weil meine ist jetzt 15 Jahre alt, ich schmeiße die raus und stelle noch eine neue rein. Würde ich nicht tun, einfach mal abwarten. Es wird sich vieles ändern. Vielleicht sind gewisse Themen in 2 Jahren auch gar nicht mehr auf dem Tisch, weil sich wirklich Sachen geändert haben. Aber wir müssen davon ausgehen, heute hier und jetzt. Und Ruhe bewahren ist die bessere Alternative, als überschnellte Handlungen vorzunehmen. Und wenn man sich anschaut, das, was bei uns als Energieausweis ausgegeben wird, gibt ja verschiedene Klassen, dann A bis irgendwas, und dann vergleicht man mal beispielsweise welche in Belgien oder Frankreich. Ja, die Werte sind schon klar, aber die Bewertung ist eine ganz andere. Das, was bei uns F ist, ist da drüben A. Und das, was bei uns A ist, das kennen die gar nicht, weil sowas niedrig, Passivhaus, sowas gibt es nur bei uns. Das ist ein Bewertungsthema. Also ich denke, da ist noch viel im Fluss und ich würde mich hier auch nicht scheu machen lassen. Nein, überhaupt nicht. Und ich sehe das exakt genauso. Ne? Ein guter Immobilienmakler, dem ich vertraue, darum geht es ja letzten Endes auch, ja, der ist sein Geld wert. Wenn ich keinen habe, hole ich mir vielleicht, oder nur einer im Ort ist, hole ich mir vielleicht mal aus dem Nachbarort, sage ich mal, noch ein anderes Angebot, damit ich ein Gefühl habe. Aber die Regelung, wie die das machen und das ist, wie das untereinander auch in die Verhandlung geht, das ist schon nochmal eine andere Liga und ich sehe das absolut auch so. Das ist er wert. Klar, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Es gibt genügend Leute, die sich auch gut auskennen und ihr Haus selber verkaufen können, das ist ja gar nicht das Thema. Da wollen wir jetzt auch gar nicht da tiefer reingehen, aber auch da wissen wir alle, gibt es auch genauso, ne, die schwarzen Schafe wissen wir doch alle. Ja, also überzogene Gebühren zum Beispiel oder sowas, oder kümmern sich da nicht wirklich, ja, weil vielleicht das Objekt schwierig ist oder sowas, legt sich nicht ins Zeug, ja, dann muss ich vielleicht mal den Immobilienmakler wechseln. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Ja. Aber es bedarf ein gewisses Vertrauen letzten Endes, denn wie du schon dachtest, es geht immer um viel Geld. Und dabei rede ich gar nicht immer nur um Immobilien, die 500.000 Euro wert sind. Auch für jemanden, der 75.000, 80.000, 100.000 plötzlich Erlös erzielt oder sowas. Wie die meisten, seien wir doch ehrlich, sind es doch gar nicht gewöhnt, mit solchem Geld zu hantieren. Ich habe viele Klienten, die sagen, was mache ich damit? Ich möchte es eben nicht auf einer deutschen Bank liegen haben. Das ist mir alles zu unsicher. Ja, wie gesagt, unten nochmal finden, Vermögenssicherheit, einfach eine Anfrage stellen. Finden wir Lösungen, ist kein Problem, ist unser Tagesgeschäft letzten Endes, ja. Und es gibt sehr gute Lösungen dazu, aber man muss sie wissen. Und ich finde gut, dass du angesprochen hast, das Thema nochmal Stiftungen und Vereine. Schaut euch doch mal an, wie die wirklich Vermögenden, wie die agieren. Wie sind deren Strukturen? Wie halten die das Vermögen steuerfrei über Generationen letzten Endes in der Familie oder in einem engen Kreis? Ja, genau so. Und es ist nicht kompliziert im eigentlichen Sinne. Klar, wenn man es selber machen muss, schon. Aber es gibt ja Leute, die wissen, wie das geht. Und sich damit auseinanderzusetzen und die gleichen Strukturen zu nutzen, aber eben nicht gegen uns, sondern in dem Fall für uns, ist ja möglich. Aber man muss sich mal schlau machen. Ja, und da scheitert es dann eben halt oft, weil man, wie du schon sagtest, gewisse Berührungsängste hat und sagt, das ist alles kompliziert, das werde ich nie verstehen. Naja, so schwer ist das nicht. Ja, wie gesagt, keiner muss eine Satzung schreiben oder eine Stiftungssatzung, die gibt es ja schon. Da redet man mit Leuten, die wissen, wie das geht, die das täglich machen. Und man bekommt einen Eindruck und ein Bild davon, wie es funktioniert. Und dann steigt man da auch durch. So kompliziert ist das am Ende auch nicht. Ja, ja, und worauf ich auch nochmal, wie du es vorhin schon angedeutet hast, es sind tatsächlich eine Menge Leute unterwegs, im Moment noch so, wie du es vorhin meintest, mit der Grundbuchschließung und sonst was. Halt auf solche Leute nicht rein. Mhm. Vor allem, wenn die irgendwelche Themen abhalten, was weiß ich, einen ganzen Saal voller Leute und dann sagen, schnell, Eile ist geboten, ich habe die Lösung und ach ja, bringt bitte Bargeld mit und unterschreibt mir irgendwas. Mhm. Und da gibt es Vögel und ich hatte hier tatsächlich auch bei Kunden, hatte ich so ein Thema, nicht nur einen, sondern die haben dann vor lauter Angst, haben die sich die Sachen mal näher angeschaut und wie schnell man da in der Falle drin ist. Und wenn man da mit einem Blick drauf schaut, dann auf irgendwelche Unterlagen, dann kriegst du das Kotzen, mit welcher Dreistigkeit da einige Leute unterwegs sind und hier Dinge versprechen, was weiß ich, Firmen aus dem Ausland, die da nicht in der Landessprache geschrieben sind, in der sie geschrieben sein müssten, theoretisch, wenn sie jetzt
Wenn du eine bulgarische Firma hast, dann muss ein Vertrag in Bulgarisch sein mit englischer Übersetzung oder deutscher Übersetzung, nicht nur in Deutsch, weil dann kann es nach deren Recht gar nicht gehen. Das sind nur mal so Überlegungen, die man anstellen sollte. Und Verträge, bevor ich irgendwas unterschreibe, immer lesen und im Zweifelsfall wirklich noch einmal mit jemandem unterhalten, der das mit einem neutralen Blick anschaut. Mhm. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du sagst, gut, okay, ich habe ein, zwei interessante Infoabende irgendwo verbracht, habe mir sowas angehört, aber ich mag es dann nicht und höre auf euer Bauchgefühl. Die wirklichen Dinge, wie du schon sagtest, laufen anders und man sollte sich angucken, wie sind denn die Großen aufgestellt. Beispielsweise jetzt in Bayern ganz klar die Familie Quandt, ja, BMW. Wie haben die das aufgestellt? Dort gibt es Stiftungen, dort gibt es Vereine, dort gibt es Firmen und sonst was. Und die sind so aufgestellt. Das sind Vorbilder in der Vermögenssicherung, weil die wissen, wie es geht. Die wissen, wie es läuft, genau. Ich sag's nochmal, es gibt keine wirkliche Lösung gegen das Thema Zwangshypotheken oder sonst irgendwas. Die gab es vor ein paar Jahren, wir haben es ja angeboten, es hat auch funktioniert. Wir haben aber relativ schnell, als wir die Infos bekommen haben, und zwar aus zwei unterschiedlichen Quellen, dass es nicht mehr möglich ist, sofort eine Sendung dazu gemacht, sofort uns dazu positioniert und eben halt auch diese Lösung nicht mehr angeboten. Aber es gibt eben Leute, die das heute immer noch machen und sehr viel Geld damit verdienen, ohne dass der Kunde am Ende eine Lösung zu erwarten hat. Oder er verlässt sich letzten Endes drauf, macht es und stellt dann fest, huch, es hat gar nichts gebracht. Also ich rate ja auch zur Vorsicht. Es gibt immer Möglichkeiten, was zu tun. Ob die dann sinnvoll ist, ist immer im Einzelfall zu besprechen. Ja, wie sind die Konstellationen? Wie gesagt, macht eine Stiftung Sinn? Macht ein Verkauf Sinn? Wie läuft das, wie soll das Erbe grundsätzlich geregelt werden, wenn es jetzt darum geht und so weiter? Und natürlich, was mache ich mit dem Geld? Wohin damit? Ja, da, genau dazu bieten wir ja Lösungen an und ich arbeite ja mit einem Partner zusammen, der das auch seit über 20 Jahren macht, beste Kontakte hat nach Liechtenstein und Schweiz, wo du eben als normaler Mensch, wenn du dort anfragst, ja eben nicht reinkommst. Und deswegen sind es eben auch bis zu einem gewissen Grad Speziallösungen, die nicht jeder so ohne weiteres umsetzen kann. Und da braucht es eben diese starken Netzwerke, die über Jahrzehnte gewachsen sind, mit Experten, mit Leuten, die wissen, was sie tun. Genauso Thema Firmengründung, wie gesagt, oder Stiftungsgründung. Ja, oder wie verlagere ich etwas ins Ausland? Wann mache ich das? Wie baue ich das auf? Dass eben der Staat, und darum geht es ja auch, ich rate nicht zu einer Steuerflucht. Das geht meistens nach hinten los. Ja, sondern die Steuertreue sollte generell schon vorhanden sein. Aber es steht ja auch im deutschen Steuergesetz drin, dir ist alles erlaubt, um deine Steuer so gering wie möglich zu halten. Und diesen Passus kann man nutzen. Macht jeder gute Steuerberater letzten Endes, ja. Aber man kann auch über Treuhänder etwas machen und. Also, wie gesagt, Netzwerk ist da. Wer Lösungen sucht, nutzt sie. Wenn das jetzt bei dir auf dem Kanal läuft, da möchte ich denjenigen einfach sagen, bitte, wenn ihr euch bei mir meldet, gebt den Marc, und wir gehen da offen mit um, gebt den Marc bitte als Tippgeber an. Ja, denn wir verteilen letzten Endes das auch, was dort an Einnahmen kommt. Jeder soll was davon haben. Und die Lösungen sind gar nicht so teuer, wie man glaubt. Beratung ist sowieso kostenlos. Und dann kann man sich mal schlau machen, welche Optionen es gibt. Ja? Und generell gilt, raus aus dem Euro, raus aus Bausparverträgen, raus aus den Versicherungen, dann raus aus dem Euro-Raum, raus mit dem Geld aus den ESM-Ländern, also Europäischer Stabilitätspakt, und raus aus der EU-Bankenhaftung. Und das geht. Ja? Ja, und die einzig wahre Wert, und ich sag's immer und immer wieder und wäre mir auch nicht so blöd dafür, der einzig wahre Wert ist Gold und Silber. Seit 5000 Jahren das Wertsicherungsmaterial schlichtweg. Und selbst im Deutschen Bundestag hat eine Politikerin, man kann jetzt halten davon, was man möchte, letzte Woche exakt das gesagt. Denn dieses EU-weite Vermögensregister, was kommen soll, soll den Menschen den Zugang, ja, zu physischen Metallen verbieten oder verhindern, zumindest mal erschweren. Das heißt, die Planungen, diese Lösungswege, die wir haben, zu schließen, die sind in der Mache. Und wieso? Weil die wissen, was kommt. Und wir haben jetzt heute nicht über Migrationswellen gesprochen. Man braucht Platz. Ja? Ob der Deutsche in diesem Land überhaupt noch hier wollt ist, dürft ihr euch selber irgendwo, ja, beantworten. In einer anderen Sendung habe ich es mal deutlich gesagt, als Unternehmer stehst du mit einem Fuß immer im Gefängnis hier in diesem Land. Das ist der Unternehmer-Gulag. Wer da Lösungen sucht, wie gesagt, macht es euch schlau bei uns gerne. Wir haben, wie gesagt, da absolute Spezialisten im Netzwerk. Wir haben fast alles angesprochen, lieber Marc. Ich möchte aber gerne nochmal auf ein Thema zurückkommen, was du ganz zu Anfang gesagt hast. Und
so möchte ich auch die Sendung abschließen, nämlich eigentlich mit was Positivem. Du hast gesagt, jo. Haus und oder Wohnung generell, das Thema Wohnen, das hat was Spirituelles. Das hat was mit Heimat zu tun. Ja. Und das hat mich eigentlich in dem Moment sofort wieder daran erinnert, worum es eigentlich geht. Auch wenn wir in dieser Sendung viel über Geld gesprochen haben. Und ja, auch über Geld muss man sprechen. Ja, der schlimmste Glaubenssatz, den man uns Deutsche eingeredet hat, ist, über Geld spricht man nicht. Den gibt's in keiner anderen Sprache, dieses Sprich. Gibt es nicht. Warum? Hat andere Gründe. Aber ja, Spiritualität, Heimatverbundenheit, etwas, wo ich mich zu Hause fühle, ist doch der wichtigste Faktor in der Bedürfnispyramide von uns Menschen. Ja, und natürlich ist es nicht schön, sowas zu verkaufen, aber Möglichkeiten zu schaffen, sich ein Refugium zu schaffen, wo man auch spirituell wachsen kann, ist doch ein enorm wichtiger Faktor. Also ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung, und diese Erkenntnis wird immer stärker und bewahrheitet sich immer mehr. Wenn du als Mensch irgendwo hinkommst, an einen Platz, warum auch immer, du ziehst dorthin, ist es Zeit von zu Hause rauszugehen oder was auch immer, du kommst in eine Wohnung, du kommst in ein Haus, die Entscheidung, ob das der richtige Platz für dich ist, den fällst du in dir drin innerhalb der ersten Minute. Ja, du weißt, ist das dein Platz oder ist es das nicht? Das sind die Schwingungen, das ist einfach die Sache, gehörst du hierhin oder nicht? Der Rest regelt sich. Ja, im Normalfall vor 2 Jahren hätte ich gesagt, der Rest ist Papierkram, lass uns Papier beschmutzen und sonst was. Aber Fakt ist, einer geht, einer kommt und die Energien an dem Ort sind diejenigen, die richtig sind für dich, wenn du sagst, das passt für mich. Und dann ist es dein Heimatort, da fühlst du dich wohl, da fühlst du dich geborgen, da gründest du eventuell eine Familie. Deswegen sind es alles ganz wichtige Dinge. Umgekehrt, irgendwann kommt auch die Zeit, wo dann der Punkt erreicht ist, wo du sagst, jetzt ist das nicht mehr der richtige Ort. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Und dann kannst du es auch guten Gewissens verkaufen. Und jetzt kommt ja noch eines dazu. Wir haben ja auch Energien, ob wir jetzt ein Haus mit den eigenen Händen gebaut haben, eine Wohnung eingerichtet oder irgendwas, da steckt unsere Energie drin. Menschliche Energie, das ist ganz wichtig. Und diese Energie, wenn ich sie heute vererbe, kann gut oder schlecht sein. Ich habe es auch immer wieder erlebt. Das ist jetzt dann so ein anderes Beispiel, dass Leute das Familienerbe zwar angenommen haben, aber es ihnen genauso durch die Finger rennt, weil es nicht ihre Energie ist. Hm. Oder weil sie an der falschen Energie hängen. Und das sind auch Dinge, die sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist auch für die Entscheidung des Verkaufes oder Kaufes einer Immobilie. Und ich gehe da in beide Richtungen. Was sagt dir dein Gefühl? Was sagt dir dein Herz? Hast du ein gutes Gefühl, wenn du was anschaust? Dann kauf's. Der Rest wird sich finden und regeln. Wenn du irgendwo merkst, dass du nicht mehr richtig bist, dann gib's her. Oder wenn es nur Probleme bereitet, ja, was weiß ich, das Haus von der Großmutter, ja, das fällt schon halb zusammen, aber ich denke noch an die Kinderzeit und wie mit dem Garten. Die Zeit ist vorbei, das ist nicht mehr da. Gib's her, gib's an jemand anderen, der das jetzt weiterführt. Das sind Dinge, die sind ganz wichtig, da könnten wir lange drüber sprechen, weil das tatsächlich etwas mit uns zu tun hat, mit uns Menschen und letztendlich auch mit unserem höheren Selbst, mit unserem, ja, mit unserem Geist, mit allem, was dazugehört. Und deswegen gilt es, das auch mit anzuschauen. Es gibt die fiktionale Ebene, das ist der Verkauf, das ist das Vermögen, alles andere. Und es gibt diese tatsächlich reelle Ebene. Und es ist hier ein Ort. Und deswegen bin ich auch in diesen Bereich gegangen. Versicherungen waren nie mein Thema. Aber Immobilien ist eine tolle Geschichte, weil du Menschen glücklich machen kannst, wenn du sie in ihr neues Zuhause bringen kannst. Das ist ganz wichtig und da hängt sehr viel dran. Und genau das ist ja, ne, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Für viele ist das einer der wichtigsten Entscheidungen, die sie vielleicht in ihrem Leben mal treffen. Sei es jetzt Kauf oder auch Verkauf, na klar. Und ja, das ist eine emotionale Ebene, die sollte immer berücksichtigt werden, aber eben nicht blindlings. Wie viele lassen sich ja in Kredite reinquatschen letzten Endes, ja, weil sie sich in das Haus verliebt haben, aber überfinanziert ist. Sie können es sich nach ihrem Gehaltsrechner nicht leisten. Aber natürlich, dann überwiegt diese emotionale Quote und man lässt sich reinquatschen in einen Vertrag, den man sich eigentlich gar nicht leisten kann. Also ich finde das großartig, wie du das machst und das zeigt auch einfach deine Gesinnung und wie du in diesem Markt arbeitest und wie dein Geschäft funktioniert im Einklang. Ratio und Kopf, ja, sollten zu einer Übereinstimmung kommen und für gewöhnlich ist es dann auch das Richtige. Sei es jetzt nun der Kauf oder der Verkauf, ja. Man sollte sich eben nicht sowohl von der Ratio leiten lassen oder nur vom Herzen, sondern beide mit rein. Und dann
kommen wir nämlich genau dazu, wo es dann auch Sinn macht. Dann soll es ja was Schönes sein. Es soll ja auch etwas für ein Lebensabend sein. Sei es nun der Verkauf und das Geld sinnvoll angelegt oder der Neukauf zu sagen, wo gründe ich eine Familie. Das sind ja wichtige Entscheidungen, die wir Menschen treffen. Die sind wichtiger als, ja, welches Auto fahre ich oder was auch immer, ja, an größeren Ausgaben, die so der Mensch letzten Endes macht. Aber eben guckt genau hin, auch in die Finanzierungen. Ja, wie sehen die Zinsen aus? Wer es noch nicht ganz verstanden hat, nochmal zurückspulen, Sendung nochmal angucken. Wir haben am Anfang die Gefahren ja benannt, ja, dass man da schnell in eine 100.000 Euro Defizit kommt und dann wird's kritisch. Und dann droht der Totalverlust letzten Endes oder die Privatinsolvenz. Und das muss nicht sein, wenn man eben genauer hinguckt oder sich mit Leuten dann mit an den Tisch holt, die eben auch so drauf sind wie du, ja, wo auch die energetische und spirituelle Komponente letzten Endes im Business mit vorhanden ist und die dann einfach mit einem sagen, okay, pass mal auf, so sehen die Zahlen wirklich aus. Ist das ein Risiko, was du abfedern kannst oder lässt du besser die Finger davon, ja, und suchst vielleicht nochmal ein anderes Objekt oder das empfehlen wir aktuell, wer die Möglichkeit hat, ich sag's nochmal, alles Vermögen raus aus der EU, da wo es geht, rein in die Miete, nicht in den Kauf. Diesen Sturm nenne ich ihn jetzt einfach mal abwarten, was da kommt, wie es kommt, welches, kommt ein neues Finanzsystem, kommt ein neues Geld, kommt eine neue Währung, wir wissen es nicht. Aber dass es abwärts geht, ist, das muss ich glaube ich keinem mehr erzählen, die Zahlen sind eindeutig. Und jetzt einfach mal das Ganze in Sicherheit bringen, ihr tauscht ja letzten Endes nur wertloses Papier gegen einen echten Wert, habt jederzeit Zugriff drauf, es ist also kein Problem. Und wenn der Markt sich mal erholt, egal wann und wie, dann ist es doch auch wieder ratsam zu sagen, zum Beispiel vielleicht von günstigen Aktien zu profitieren, dann günstige Immobilienpreise wieder mitzunehmen und diesen Aufwärtstrend dann die nächsten 7 bis 15 Jahre, die das sind, wieder mitzunehmen. Macht alles Sinn, wenn man die Verantwortung für seine eigenen Finanzen übernimmt und wenn man eben einen guten Taschenrechner hat und Leute hat, die einem zeigen, wie man es genau berechnet und einfach eine gute Strategie letzten Endes entwickelt. Dann muss man auch, und das sage ich so oft, keine Angst vor Geld haben, keine Angst, sowohl Geld auszugeben, aber auch einzunehmen. Das ist übrigens eine Fähigkeit, die die meisten von uns lernen müssen, wenn sie plötzlich mit einem enormen Reichtum gesegnet sind, was sie in ihrem Leben noch nie hatten. Warum? Ja, weil wir das Mindset nicht haben. Und warum verlieren die Leute genau das Geld oft wieder? Du hast es gesagt, das Erbe zerrinnt. Wir müssen damit umgehen lernen. Auch Reichtum oder Vermögen sein muss gelernt sein. Und das kriegst du nirgendwo beigebracht. Kriegst du nicht beigebracht. Du musst dich an Leuten orientieren, idealerweise, die dir wohlgesonnen sind, die das Herz auf der richtigen Seite haben. Und mit denen musst du dich über diese Themen unterhalten. Und dann kriegst du ein relativ gutes Gespür dafür, was ist für mich sinnvoll und wo lasse ich lieber die Finger davon. Ja, das Mindset ist ganz wichtig. Wirklich sich mit diesen Dingen, egal was es ist, einfach auseinandersetzen. Und nur dann kannst du auch Entscheidungen treffen. Und wenn es in der Familie ist, gehören auch da natürlich die Mitbetroffenen irgendwo mit an den Tisch. Also du kannst als Familienvater oder als Familienmutter kannst du nicht einfach hergehen und sagen, ich schmeiße alles über den Haufen und ich mache jetzt ganz was anderes und stelle mich komplett gegen meinen Partner oder gegen meine Kinder. Das bringt nichts. Sondern ich muss es erklären, ich muss es aufzeigen und dann muss ich letztendlich auch gemeinsam Entscheidungen treffen, die tragfähig sind. Wobei, da komme ich nochmal auf Nordzypern zurück, im Jahre 2021 habe ich jetzt einige Familien da drüben auch kennengelernt, also jetzt dieses Jahr vor allem hauptsächlich, die gesagt haben, sie sind vor 2 Jahren hier rausgegangen, haben Sack und Tüten mitgenommen, können auch von dort arbeiten, das ist gar kein Problem, und haben gesagt, sie kehren diesem Land aufgrund der Verhältnisse den Rücken. Und das sind auch Entscheidungen, die sind absolut zu respektieren, wo eine andere Stimmung ist, wo ich sage, da ist vieles machbar und möglich und das dürfen wir uns auch mit anschauen, ohne dass wir unsere Heimat vergessen. Aber vielleicht geht es auch darum, dass der eine oder andere sagt, wenn wir mal Standort wechseln für eine gewisse Zeit, ist nicht verkehrt und dann einmal schauen, was passiert. Geht mir ja genauso, ja. Also bei mir könnte dieses Jahr noch ein Projekt anstehen und das ist eben nun mal nicht in Deutschland, das ist halt nun mal im Ausland. Ja, aber wenn es mich da hinzieht, das hat doch gar nichts damit zu tun, dass man seine Heimat verrät oder sowas. Ich bin hier geboren und ich werde immer ein Deutscher bleiben. Das ist doch Fakt. Ja, aber manchmal bringen einem die Wege woanders hin, weil man sagt, ja, die Aufgabe ist jetzt vielleicht eine andere. Oder es kommen plötzlich Dinge in dein Leben, wo du sagst, Mensch, okay. Und auch diejenigen, die sagen, ich habe die Mittel,
Ja, und kann vielleicht diesen Sturm woanders aussitzen. Ja, macht es doch bitte. Lasst euch von keinem einreden, du fliehst oder sonst irgendwas. Seien wir doch ehrlich, es wird doch meistens von Leuten gesagt, die es nicht leisten können oder sonst irgendwas. Und da habe ich auch mein Mitgefühl dafür, wer das nicht kann, wer der gezwungen ist, letzten Endes diese Optionen im Leben nicht zu haben. Aber macht doch nicht bitte die Leute schlecht deswegen, ja, weil die sagen, ich kann es mir leisten oder ich möchte es, ich habe den Impuls, woanders hinzugehen. Ja, und das ist nämlich genau das, was wir Deutsche sehr gut können. Wir holen Leute, die vielleicht auf einem anderen Niveau sind, die holen wir immer ganz gerne zu uns runter wieder auf ein Niveau und kritisieren, dass die vielleicht ein paar Meter weiter sind oder andere Ideen haben oder anderes Mindset haben oder anders mit Geld umgehen oder anders mit Beziehungen umgehen, anders mit Menschen umgehen oder Ziele überhaupt haben im Leben und was erreichen wollen. Die wollen wir immer schön eindampfen, wieder auf unser Niveau, in Anführungsstrichen runterholen, ja, weil wir es nicht mal den Dreck unterm Fingernagel jemanden anders gönnen. Das ist die Mentalität in Deutschland. Und da kenne ich genügend Leute, die sagen, es ist ein tolles Land, es sind doch tolle Menschen hier, aber da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, ja, auf diesen Wahnsinn. Und das kann man verstehen. Da kann man halten, was man will davon. Man darf ja eine Meinung dazu haben. Aber bitte, wie gesagt, wir sind nicht im Kommunismus, ja, und auch nicht im Sozialismus, auch wenn die Regierung uns gerne dahin haben möchte. Wir sind nicht alle gleich. Nein. Sind wir nun mal nicht. Ja, und wir haben nun mal Menschen, die andere Optionen haben in ihrem Leben. Und anstatt die zu beglückwünschen dafür und zu fragen, wie hast du es gemacht, vielleicht kann ich es ja auch, ja, kriegen die immer gerne eine auf die Fresse rein und sagen, nee, das darfst du nicht haben. Bleib mal schön hier. Ja, und das ist auch etwas, wo ich auch in Zukunft mehr drüber reden möchte, weil das ist etwas, was mich auch massiv in die Resonanz bringt. Das spürt ihr sicherlich auch gerade, weil das nicht sein kann. Ja, dass Menschen, die etwas erreichen wollen, ständig aufgehalten werden, ständig kritisiert werden und. Ja, nur als Ausrede, damit ich es selber nicht machen muss. Und das betrifft jetzt natürlich nicht meine und deine Zuschauer sicherlich auch nicht, denn da haben wir ganz wenige, die so denken, sonst wären sie ja nicht bei uns auf den Kanälen unterwegs. Ja, muss man ja auch irgendwo sagen. Ich glaube, die meisten verstehen ja, worum es geht. Und ich wünsche mir das ja für jeden und ich versuche alles Mögliche, sowohl bei Blaupause als auch in der Vermögensgeschichte, als auch noch beim Coaching und noch ein paar andere Projekte, die ich ja mache, die Menschen in die Freiheit zu bringen. Geistig, spirituell, körperlich, materiell, auf allen Ebenen ist jeder Meter, den du mehr in die Freiheit kommst, etwas, was deiner Gesundheit, deinem Leben, deiner Freude, deiner Liebe etwas zuträglich ist. Vielleicht hast du nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr noch nicht die Freiheit, die du gerne hättest. Aber es ist ein Weg. Und es beginnt mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt ist eben nicht über sich, über die aufzuregen, die schon zwei Schritte weiter sind, sondern mal zu sich zu finden und zu gucken, was kann ich denn überhaupt machen? Will ich es wirklich? Und wenn ich es wirklich will, dann wird es immer Mittel und Wege geben, das auch umzusetzen. Und es gibt genügend Leute, die einen dabei unterstützen und begleiten. Die gibt es ja. Gute Leute, ja. Aber es angehen, das ist doch mein Credo, finde ich zumindest. Nee, finde ich eine absolut wichtige Sache. Ist auch ein Thema, was ich ja extrem stark verfolge. Nehmen wir wieder sagt, Leute, kommt in die Handlung. Schaut euch eure eigene Baustelle mal an. Und die sind wir immer selber erst einmal, bevor wir an einem anderen rumkritisieren, sondern mal gucken, okay, was darf ich jetzt wieder lernen? Warum bin ich in die Situation gekommen? Ich war jetzt erst eine Woche in Österreich auf einem Seminar, was ich mit zwei anderen, aber das können wir irgendwann anders mal noch besprechen, weil das eigentlich in diese Richtung geht. Mit dem Otto Altmann und dem Martin Zeltz haben wir das Thema eben gemacht. Das wird zu uns kommen, ne? Und wo sind denn unsere Blockaden? Das ist auch wichtig. Und wenn ich die nicht lösen kann, dann kann ich auch den ganzen anderen Bereich nie wirklich frei anschauen. Mhm. Und dann sind wir auch wieder bei den Immobilien letztendlich, weil wenn ich nicht weiß, was mich irgendwo in eine Richtung treibt oder wo ich hin bin oder wer ich bin, dann kann ich auch da nie eine freie Entscheidung treffen. Und darum geht's letztendlich. Das heißt, dass wir in unserem Leben frei in unseren Entscheidungen werden und Dinge einfach machen können. Und es ist auch gut, wenn man tatsächlich erfolgreich ist. Und das drückt sich halt in dieser Welt einfach in Geld verdienen aus. Und es muss nicht jemand anders was wegnehmen sein, sondern wir erzeugen etwas Positives und wir erzeugen Erfolg für uns. Das sollte auch jedem mal bewusst werden und nicht immer nur auf die anderen schimpfen, sondern wirklich selber ins Handeln kommen und da tätig werden.
Das resultiert aus einem Mangeldenken. Ich nehme niemandem etwas weg. Wenn ich eine gute Dienstleistung habe und jemanden finde, der bereit ist, dafür zu bezahlen, dann ist es ein Austausch, ein Ausgleich. Wir haben uns nur für die Wahl entschieden, das Ganze über Geld zu machen. Man kann das auch über andere Dinge machen. Man muss es nicht per se über Geld machen, ja. Und für mich ist Geld Optionen, Möglichkeiten. Wenn ich mehr Geld habe, habe ich mehr Optionen, mehr Möglichkeiten und Freunde, auch Gutes zu tun. Ich sag's nochmal, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern verstärkt nur das, was da ist. Wenn du vorher ein Arschloch warst und dann plötzlich Millionen hast, dann wirst du kein besserer Mensch dadurch. Das ist zweifelsfrei so sicherlich. Aber umgedreht auch, wenn du ein guter Mensch bist, einen guten Charakter und Ethik und Moral hast und plötzlich zu Geld kommst, wirst du nicht automatisch zum Arschloch. Das ist ja genau der Blödsinn, den man uns Deutsche eingeredet hat und noch ein paar anderen Völkern auch, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern. Und aus diesen scheiß Glaubenssätzen müssen wir mal raus. Ja? Optionen sich im Leben zu erschaffen, egal auf welcher Ebene. Wie gesagt, nochmal, geistig, spirituell, liebend, fühlend, materiell, ist etwas, wo wir uns entwickeln. Und es sollte eine Entwicklungsspirale nach oben sein, nicht nach unten. Ja? Oder wenn, dann im Ausgleich. Das ist es wenigstens so, dass man sich dann in Anführungsstrichen nur im Kreis dreht. Ja? Aber die meisten entwickeln sich halt abwärts und nicht aufwärts. Und deswegen funktionieren auch die ganzen Systeme in diesem Land so. Weil die Menschen verlernt haben, in die Freiheit zu gehen, in die Souveränität zu gehen und überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet das. Und das ist eben nicht nur Geld. Ja? Das ist eben nicht nur Geld, da braucht es jede Menge mehr dazu. Und wer mehr wissen möchte, www.blaupause.tv, meine Homepage, findet ihr ein paar interessante Sachen. Und auch vom Marc gibt es ein paar Infos direkt unter diesem Video. Einfach mal reinklicken. Wer uns erreichen möchte, ihr findet dort auch die Kontaktformulare, Telefonnummer etc. pp. Holt euch Erkundigungen ein. Es kostet euch nichts, vielleicht eine Stunde Aufwand. Holt euch Erkundigungen ein. Je mehr Erkundigungen ihr habt, mehr Infos ihr habt, umso einfacher und je geschmeidiger kann jeder eine Entscheidung treffen. In diesem Sinne, Marc, vielen Dank für deine Zeit. Patrick, ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir haben Anregungen geben können und ich freue mich auf viele Leute, die sich dann da melden und denen wir helfen können. Ich denke schon. Und bitte schreibt es auch in die Kommentare. Haben wir was vergessen? Wer oder fehlt noch irgendwas? Oder wie hat es euch gefallen? Waren die richtigen Infos drin? Welche haben euch gefehlt? Bewertet bitte auch dieses Video. Einmal Daumen hoch. Ja, schadet nichts, das kostet nichts und ist wirklich ein Aufwand, der sich für uns lohnt letzten Endes. Denn nur die Community kann dafür Sorge tragen, dass Sender wie meiner und auch euer Sender ja überhaupt noch wachsen, weil wir werden nun mal von YouTube limitiert, weil wir nun mal Themen ansprechen, die nicht gesellschaftlich unbedingt angenehm sind. Zumindest nicht für die Obrigkeit oder ja, für das, was wir Mainstream nennen. Es ist also deine Verantwortung, lieber Zuschauer, wenn dir das gefallen hat, uns dabei zu unterstützen. Schreibe kurz einen Kommentar, mach den Daumen hoch. Das ist etwas, was uns wirklich hilft. Und für alle anderen, schöne Zeit, gute Entscheidungen. Bis zur nächsten Folge bei Blaupause TV. Ciao. Bis bald. Macht's gut. Tschüss, Ade.